Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau einer Sekunde. Let's go, bitte ein guter Shop. Und wir haben hier beim vorgestellten Bereich, okay, ist jetzt nichts Seltenes. Was haben wir hier? Haze ist wieder zurück, cooler Skin. Haben wir was Neues ganz oben? Okay, wir haben heute gar nichts Neues. Und wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Aber vielleicht was Seltenes. Die Ikonen-Skins bleiben alle im Shop. Haben wir hier das neue Crew-Abo? Also das neue Crew-Abo müsste ab heute verfügbar sein. Das ist das einzigste Neue. Vielleicht hier in den Neuigkeiten. Nee, noch nicht. Vielleicht gleich. Ich kann euch das Ganze aber dann gleich auf Twitter zeigen. Die Skins kennen wir, glaube ich, alle bereits. Für 1.8 sind die auf jeden Fall in Ordnung. Haben wir hier noch ein, was ist das hier, ein Emote? Ja, kann man immer hier so gewisse Sachen einblenden, die man im Spind besitzt, meine ich. So Emoticons. Was haben wir hier? Weil eine weitere weibliche Variante. Ja, sind schon ganz coole Skins. Waren jetzt verdammt oft schon im Shop da gewesen. Ich glaube, in Arena ist das Ganze immer noch, ja, fair, also gebannt, dass man diese Skins spielen kann. Ich weiß aber nicht, warum und wie lange das Ganze noch, ja, nicht funktioniert, dass man die Skins spielen kann. Was haben wir hier? Ja, okay, haben wir jetzt hier durchgeschaut. Dann haben wir hier ein passendes Paket für 2000 V-Bucks. Spitzhacke ist echt ultra nice, muss ich sagen. Was haben wir hier? Passendes Backbling, unspektakulär. Das ist nice, das ist wirklich cool gemacht. Was haben wir hier? Emoticon, ja, nichts Spektakuläres. Und ein weiteres. Dann das Ganze einzeln kaufbar für 400, 1200. Da würde ich eher fast das ganze Paket kaufen. Ja doch, aber 400 ist okay hier, das ist in Ordnung. Dann schauen wir uns mal hier den vorgestellten Bereich an. Lace ist ein sehr, sehr cooler Skin mit zwei Stilen. Was haben wir hier? Passendes Backbling ist okay. Paradox Skin, der hat leider keinen Zweitstil. Und ich bin dann gleich live auf Twitch um 2.20 Uhr. Falls ihr Langeweile habt, gerne, gerne dort vorbeischauen. 800 V-Bucks für die Spitzhacke, ultra nice. Ansonsten haben wir hier den passenden Gleiter. Ich schaue mal nebenbei nach, ob wir nicht was Seltenes haben. Ich glaube irgendwie nicht. So, Superhelden-Skins 41 Tage alt. Das ganze Lace-Set 36 Tage alt. Was haben wir hier? 30, 30, 30. Tatsächlich haben wir heute nichts krass Seltenes im Shop. Ansonsten gibt es hier noch Schreckenfade. Okay. Ja, finde ich jetzt nicht so besonders. Spitzhacke sieht cool aus. Aber ist doppelhändig. Spiele ich eher selten. Der ist irgendwie krass. Den fühle ich. Der ist nice. Der bekommt safe irgendwann mal zwei Stile. Spitzhacke, cooler Sound, sieht nice aus, aber ein bisschen zu teuer. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Der zweite vorgestellte Bereich, Haze, hat insgesamt vier Stile. In Rot, einmal Schwarz-Gold oder Gold. Ja genau, Schwarz-Gold. Und jetzt der letzte, was ist da? Ah, okay, die Hörner sind zu Gold und sie ist ein bisschen mehr goldiger. Was haben wir hier? Backbling, genauso die drei Styles. Kann ich hier euch auf Twitter schnell das Crew-Abo zeigen? Ja genau. Crew-Abo kann ich euch tatsächlich hier mal ganz kurz einblenden. Und zwar, zack, ganz genau hier. Das ist jetzt ab heute verfügbar beim neuen Crew-Abo vom August. Ist ein, ja, das Crew-Abo ist in Ordnung. Der Zweitziel vom Skin gefällt mir sehr, sehr gut. Backbling finde ich lost. Lackierungen gehen klar und die Spitzhacke ist schon sehr cool. So, dann switchen wir wieder zu Fortnite. Schauen wir uns hier mal die ganzen anderen Dinge an. Backbling kennen wir bereits. Gibt es auch in den ganzen Stilen. Spitzhacke genau dasselbe. Aber ich glaube, das ist ein bisschen verbuggt hier. Die hat nämlich nur... Ach, okay, die hat drei Stile. Krass, coole Spitzhacke. Die ist wieder zurück. Ja, fühle ich jetzt nicht so... Nee, aber Backbling ist ganz nice irgendwie. Voll klein. Cool, passende Spitzhacken. Finde ich jetzt langweilig. Lackierung... Ja, geht. Geht. Geht so. Was haben wir jetzt hier im letzten Bereich? Der tägliche Bereich... Die ist cool, für 800 V-Bucks perfekter Skin. Ansonsten Magnus ist somit heute das seltenste, 67 Tage alt. Ja, fühle ich jetzt nicht so wirklich, viel zu teuer. Ein Glitter ist ein cooles Emote. Was haben wir hier für Emotes? Voll 80er, sehr nice. Dann gibt es hier Aufrollen zu guter Letzt und dann würde ich sagen, ah ne, doch nicht. Okay, dann sage ich es doch nicht, aber dafür jetzt. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Shop-Video.